Das Ende der diesjährigen Lokparade ist ein SKL. Ein Sperrkleinwagen der Bauart KLV 53. Konzipiert für den Einsatz im Gleisbau und Gleisunterhalt. Daher verfügt ihr über eine große Kabine, eine Ladefläche mit Kran, um den Transport von Arbeitern und Material zu ermöglichen. Um die verschiedensten Aufgaben des Bahnbetriebes zu bewältigen, konnten die KLV 53 Wagen mit verschiedenen Modifikationen und Geräten ausgerüstet werden. Mit einer dieselmechanischen Kraftübertragung erreichten die verschiedenen Bautypen des KLV Leistungen von 77 bis 150 PS. Damit konnten sie Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erreichen. Gebaut wurde der KLV 53 von 1963 bis 1981 mit einer Stückzahl von 824 Exemplaren und ist damit das meistgebaute Dienstfahrzeug der Bundesbahn. Der SKL des DB-Museums dient unter anderem der Unterhaltung der Gleisanlagen hier vor Ort. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch noch viel Spaß, habt einen schönen Tag, guckt euch noch unsere restlichen Exemplare an. Wer noch ein paar besondere Aufnahmen machen will, wartet noch einen Moment. Alle Lokomotiven werden noch zusammengeknoten und fahren als einziges, als gesamter Zug wieder zurück in die Abstellung.